Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Und du? Ey, du darfst natürlich erstmal den Einsatz analysieren. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Ich? Mit den Kreaturen hier legst du dich besser nicht an. Geh heim. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Trubel heute. Ah, ich brauche ein Bier. Ich sterbe gleich vor Langeweile. Oh. Ich wiederhole. Hilfsgüter werden in der Lobby im Erdgeschoss des Kimra-Gebäudes verteilt. Schrecklich. Außerdem können Sie zum Glück hatte ich heute frei. Weiter in Ihrer Nähe. Bürgermeister Domino hat in Absprache mit Direktor Kimra den Notstand aufgerufen. Was für ein Albtraum. Könnten die Menschen evakuiert werden? Oh Mann, ich will mal tiefer was trinken. Ja, die Kleine ist echt süß. Und nett noch dazu. Marlene? Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Hä? Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Na? Du Dreckskerl! Hey, hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö, ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein, ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud, können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du?
Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen's mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Will hier keinen überrumpeln. Dafür ist morgen Zeit. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein, passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Hey, alles okay? Ich komm rein. Oh.
Laut, hör auf! Zurück in dein Zimmer! Lass los! Reunion. Das hier ist dein Zimmer, Nachbar Marco. Er ist schwer krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Gleich viel besser, wenn ich mir bei Marle die Sorgen von der Seele geredet habe. Suche nach Kandidaten. Prügel. Verkauft er was? Wenn dir dein Leben lieb ist, dann halte dich fern von dort. Achtung! Wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Prügel. Verkauft er was? Das Mädchen für alles? Suche nach Kandidaten. Wenn die Züge nicht fahren, kriegen wir auch... Auch in der Mittagspause bin ich auf der Route. Ich achte auf die Geräusche. Wir kümmern uns damit. Wenn es Probleme gibt, ist die Bürgerwehr sofort. Schade. Ich hätte gerne diesen tiefen Mut. Wunderschön. Markenprodukte sind eben einfach überlegen. Ich habe das Gefühl, auf dem Grundstück. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht ehrlich. Aber nicht allein, hörst du?
Die Gebäude der Bürgerwehr haben echt auch schon bessere Zeiten gesehen. Einfallen, hier was zu drehen. Versauf doch nicht. Bitte lassen Sie mich. Das war Avalanche. Die Motor. Bist schon ein Fan? Na dann, nimm! Gefahr durch Mülllawinen. Betreten verboten. Da komme ich nicht rein. Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Nur die Hartgesottenen trauen sich dahin. Ich wäre lieber vorsichtig.
Wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich's heute krieg, kein Problem. Hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa. Wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud. Der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Ach, warum eine wie Tifa nur auf einen wie dich steht? Hereinspaziert, hereinspaziert! Wir haben alles. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Oh, jetzt sehen die da oben mal, wie viel sich... Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen und zu... Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Michael.
Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen... Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mehr. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Marle. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Hast du nicht noch zu tun? Dann mal nicht durchhängen. Frisch ans Werk. Dank Marle habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Lass dir ja nicht einfallen, hier was zu drehen. Die Kinder sagen mir auch, dass wir ihre Filtertasche ansteht. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Dann versuch es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mit... Hi! Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet! Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden.
Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Was wir hier machen, tun wir mit vollem Herzen. Die Slums sind schließlich unser Zuhause. Ich werde den Leuten von dir berichten. Verlass dich auf mich. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Suche nach Kandidaten. Was? Ha? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Ha? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Suche nach Kandidaten. Fetter Prügel. Ja, passiert was, klar? Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das... Fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Da sind gleich die Ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Nicht übertreiben. So kämpft man also... Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Schon gewonnen. Dann los. Kein Ende. Das war's. Nimm das. Ah.
An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Nachschlag! So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Suche nach Kandidaten. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. No. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Guck mal, der Alleskenner ist da. Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Im Dach unserer Herberge ist... Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal.
Komm bald wieder! Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufgaben. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Gibt es keine Möglichkeit, den Gewehrkörper leichter zu machen? Bist du der Kerl, der diesen Laden für alle... Die Monatszahlen der Ich suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt... übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber.
Gerade du solltest es doch wissen. In Neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Hallo, Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen?
Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Und was ist das? Leben des Plätzchen? Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Und was ist das? Kater sind häufig dort, wo sie Futter bekommen. Marlene hat gesagt, dass sie ihnen an der Bar Leckerlis gibt. Ach übrigens, gegenüber von der Grünschnabelstation gibt es einen Hinterhof, der so eine Art... Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Und was ist das? Der Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Was ist das denn? Die Tochter der Wir haben jemanden in der Bar. Die Katzen vermehren sich. Kater sind häufig dort, wo sie Futter bekommen. Marlene hat gesagt, dass sie ihnen an der Bar Leckerlis gibt. Und was ist das? Leben des Planeten? In der Nähe der Katzen. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht. Hoffentlich macht der Klima seinen Laden nicht. Nanu? Mach schön langsam. War das nicht gerade ein Mauzen? Es klang ziemlich... Was meinst du? Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit. Wir haben jemanden in der... Hä? Wir müssen... Ach, übrigens. Das Mädchen... Wir haben jemanden in der... Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit. Wir haben jemanden in der Bürger. Die Tochter der Familie ist auf dem Ballmarkt. Nanu?
Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit wieder. Wir haben jemanden in der Bürger. Die Tochter der Familie zwei Häuser weiter soll bei Nacht und Nebel. Ist was? Wir müssen Geld sparen, bevor wir heiraten. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen...